Marokko und herzlich willkommen in Deutschland. Hier bei uns in Schwäbisch Gmünd, der Gold- und Silberstadt, der ältesten Stauferstadt Deutschlands, dem Venedig an der Rems, der Perle des Ostalbkreises. Und hier ist unser Fake Paradise Team. Smile. Work out. And relax. And be the best. The best. Genau darum sind wir hier, um das herauszufinden. Der Beste. Wer ist der Beste? Wir hier in Schwäbisch Gmünd oder ihr? Das werden wir herausfinden. Marokko? Ja, wir haben mitbekommen, dass Sie am Schiller-Gymnasium nur eine relativ kurze Karriere hingelegt haben. Und beim Nachfragen bei Ihren ehemaligen Schülern, da sind wir dann auf Enes gestoßen. Und der hat uns erzählt, Der kleine Türkenpisser. Das ist ganz schön rassistisch, was Sie hier sagen. Stellen wir jetzt schon rechtsradikale Nazi-Lehrerinnen ein? Also, jetzt werde ich hier sofort in die Nazi-Ecke gestellt. Aufgrund einer Beleidigung, die mir jetzt ein bisschen unbedacht herausgerutscht ist, schließen Sie jetzt sofort auf meine politische Einstellung? Das ist ja so, als würde ich sagen, Sie tragen ein Kopftuch, das heißt, automatisch stellen Sie die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Frage. Ich stelle die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Frage, weil ich ein Kopftuch trage? Nein! Okay. Dann kommt doch gleich noch die Burka ins Spiel, oder? Und dass wir alle von unseren Männern geschlagen werden? Und alle Imame sind IS-Terroristen? Und die Moscheen werden sowieso von Saudi-Arabien finanziert? Nein, ich habe gesagt, dass ich genau das nicht sage. Aber jetzt, wo Sie es sagen, tut es mir natürlich leid, dass ich da offensichtlich ein ganz schweres Trauma bei Ihnen ausgelöst habe. Das müssen Sie gerade sagen. Wer fühlte sich gerade politisch falsch bezeichnet, als ich Nazi-Lehrerin gesagt habe? Aber Sie haben ja nur Türkenpisser gesagt. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Aber weil Sie Ärmste aus einem Land mit einer unglaublich schweren Vergangenheit stammen, werden Sie überall als Nazi beschimpft. Sie müssen seit Jahrzehnten diese unglaublich schwere Schuld mit sich herumschleppen. Ich finde das nicht okay, dass Sie hier einfach Türkenpisser sagen. Das ist mir so rausgerutscht. So rausgerutscht? Das hat keine Bedeutung. Ich meine, wenn Politiker Kameltreiber sagen... Ach so, ja, oder Ölauge. Oder Kopftuchmädchen. Oder Messermänner. Ach so, dann dürfen das jetzt alle sagen. Ja, ist doch nur alles Spaß, ja? Ja, wie habe ich als Kind über diesen Spaß lachen müssen? Keine Bedeutung? Für Sie nicht. Für mich aber schon. Und dann werden die Türkenpisser für alles verantwortlich gemacht. Schlägerei auf dem Schulhof. Die waren das. Ja, keiner geht mir in die Kirche. Ich habe sie in die Moschee gelockt. Und kein Ausbildungsplatz. Oh, die haben ihn euch weggenommen. So war das nicht gemeint. Wirklich nicht. Ich habe nichts gegen Ihre Landsleute. Gegen meine Landsleute? Ich bin Deutsch. Welche Landsleute meinen Sie? Ich meinte halt Menschen mit... Migrationshintergrund? Ja, mit Migrationshintergrund. Seit 2 Generationen wohnt meine Familie in Deutschland. Wann sind wir denn deutsch? Bin ich Bürgerin zweiter Klasse? Muss jetzt immer einen Stammbaum mit mir rumführen? Hören Sie doch mal auf mit dieser blöden Jammerei. Sie arme muslimische Lehrerin, alle hacken auf Ihnen rum. Sag ihm mal was. Na, Erdogan provoziert uns die ganze Zeit. Wo stehen die da? Und sagen was dagegen. Ja, aber... Nee, immer schön in der Jammerecke. Nein, wir wollen Deutsche sein, aber keiner akzeptiert uns. Heul, heul, heul. Wenn Sie als Deutsche gesehen werden wollen, dann kleiden Sie sich auch so. Nehmen Sie Ihren Hijab ab. Machen Sie es doch viel leichter. Oh, Sie kennen ein Fremdwort. Sagen Sie doch ruhig Kopftuch. Das macht es Ihnen leichter. Und deshalb soll ich auch meines abziehen, um es Ihnen leichter zu machen. Ich will aber in einer Gesellschaft leben, in der es keinen Unterschied macht, ob ich ein Kopftuch trage oder nicht. Ja, ob ich Fatih heiße oder Müller. Ja, deshalb trage ich das Kopftuch, weil es egal sein sollte. Aus Trotz, um uns zu erziehen. Nee, das kann man nicht. Wenn es egal ist, dann nimm es doch ab. Dein Kopftuch. Hier in Deutschland sind wir frei, in und auch auf dem Kopf. Wenn wir frei sind, kann ich doch auch ein Kopftuch tragen. Ich würde wirklich gerne mal Mäuschen spielen, wenn Frau Fatih ihren Islamunterricht hält. Ja, also das ist jetzt respektlos. Ja, nur weil Asir hier Kopftuch trägt, heißt das nicht, dass sich irgendjemand, also auch keine muslimische Schülerin, irgendwie nicht frei entfalten könnte. Also im Gegenteil, es ist sogar gut. Also so können die
Schüler Toleranz und gleichberechtigende Integration üben. Bin ich jetzt ein Übungsobjekt? Ach hier. Nein, ich. Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt, oder ich. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich sagen darf und was nicht. Ja. Nein, wir sind doch. Ich bin doch auf eurer Seite. Auf eurer Seite? Okay, und was soll das jetzt schon wieder heißen? Warum sagst du nicht auf deiner Seite, hm? Wer ist dieses Euer, dieses Ihr? Alle Nicht-Arier, oder was? Nicht-Arier? Also, das hat keiner gesagt. Bitte entschuldigen Sie sich. Ich soll mich jetzt hier entschuldigen? Ich? Dafür, dass ich jeden Tag kämpfen muss, wirklich dazuzugehören? Hm? Wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, und ich sage aus Hamburg, dann reicht das nicht. Nein, dann wird immer weiter gefragt, wo du wirklich herkommst. Aus Hamburg-Altona. Nee, wo kommen denn deine Eltern her? Hamburg-Altona. Nee, wo sind denn deine Wurzeln? Woher kommt denn dieser Name? Oder das ist wichtig. Ja, aber ich bin einfach Assie. Das reicht heutzutage nicht mehr. Doch, natürlich reicht das. Also, Assie, es tut mir wirklich leid, wenn ich da jetzt irgendwas Falsches gesagt habe. Ich mag dich doch. Es interessiert mich einfach wirklich, wer du bist. Welche Kulturen du in dir trägst. Ich meine, es macht doch auch einen Unterschied, ob du aus Köln kommst oder aus Dresden. Also kein Schlimm, aber es ist doch einfach schön zu wissen, ob ich dir mit einem Kölsch oder einem Stollen eine Freude machen kann. Vielen Dank für diese Gutmenschenrede. Ja, und seit wann ist Gutmensch eigentlich ein Schimpfwort? Wer hat denn gesagt, ich würde sie beschimpfen wollen? Ach, aber ihnen geht es doch nur gegen Muslime. Nein, ich habe nichts gegen Muslime. Ja, aber? Ich bin kein Rassist, aber? Ja? Aber? Aber? Aber ich werde doch wohl noch sagen dürfen, dass ich manchmal Angst habe, wenn ich in eine Klasse komme und da sind lauter Nicht-Deutsche. Respekt vor mir als Lehrerin haben die meisten ja, aber vor mir als Frau, da sind viele Machos dabei, schon bei den Kindern. Und das sind dann diejenigen, die unseren deutschen Jugendlichen den Ausbildungsplatz wegnehmen. Aber wir sind stark. Wir sind das Volk. Wir wollen nicht, dass ständig neue Kopftuchmädchen produziert werden. Diese Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Immerhin haben wir jetzt wieder so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust wieder lohnen würde. Am besten das Pack zurück nach Afrika prügeln. Deutschland, den Deutschen. Ausländer